Dynamische Strompreise sind eine coole Sache, weil sie dir die Möglichkeit geben, deinen Stromverbrauch genau dann zu steuern, wenn die Preise am niedrigsten sind. Sie richten sich nach Angebot und Nachfrage und wenn viel erneuerbare Energie ins Netz kommt, sinken die Preise. Und wenn wenig Energie da ist, steigen die Preise. Wenn du große Verbraucher hast, kannst du nicht nur Geld sparen, sondern unterstützt auch die Integration erneuerbarer Energien und trägst aktiv zur Stabilisierung des Stromnetzes bei. In diesem Video möchte ich zeigen, wie hoch die Ersparnisse sein könnten, wenn man Waschmaschine und Spülmaschine so programmiert, dass sie immer während der niedrigen Preise laufen. Die dynamischen Strompreise, die ich gesehen habe, basieren alle auf dem Day-Ahead-Preis. Das heißt, man kann immer schon einen Tag im Voraus schauen, in welchen Stunden am nächsten Tag man günstigen Strom bekommt und alle Verbraucher, die programmierbar sind, in diese Stunden verschiebt. Ziel ist dann natürlich, dass so viele Verbraucher wie möglich gleichzeitig laufen, wenn die Preise niedrig sind. Für die letzten Videos habe ich einen Simulator geschrieben, mit dem man sich die Ersparnisse bezogen auf dynamische Strompreise für verschiedene Szenarien ausrechnen lassen kann. Auch wenn es in den letzten Videos hauptsächlich um batteriebetriebene Verbraucher ging, konnte ich viele Teile des Simulators auch für dieses Video wiederverwenden. Was neu dazu kam, ist das Verschieben der Verbräuche in günstige Preisbereiche. Grundlage der Berechnung waren die aktuellen Preise des Stromversorgers in Hamburg, also ein Fixpreisanteil von 23,3 Cent pro Kilowattstunde. Darauf kommt ja der Day-Ahead-Preis. Für den Zeitraum, den ich herangezogen habe, ergibt sich daraus ein Durchschnittspreis von 32,8 Cent pro Kilowattstunde. Die Waschmaschine läuft immer montags in 30 Grad Waschgang und freitags und samstags jeweils im 60 Grad Waschgang. Die Spülmaschine läuft jeden Tag. In dieser Spalte steht der Preis, den man für Waschmaschine und Spülmaschine bezahlen müsste, wenn man keinen dynamischen Strompreis hätte. Ich habe hier einen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde angenommen. Das ist, glaube ich, etwas unter dem Durchschnitt, aber mit der glatten Zahl kann man gegebenenfalls besser rechnen. Habt ihr also einen zum Beispiel 10% günstigeren oder teureren Tarif, dann gerne einfach diesen Wert 10% größer oder kleiner machen. Das hier ist das, was man für die beiden Maschinen bezahlen müsste, wenn man sie im Kontext der dynamischen Strompreise immer zu den günstigsten Stunden laufen ließe. Also in dieser Preiskonstellation mit einer Ersparnis von etwa 8 Euro. Wichtig ist hier zu verdeutlichen, dass ich hier einen bestimmten Zeitraum getestet habe. Man weiß nie, wie sich das mit den dynamischen Strompreisen entwickeln wird und Strompreise können kurzfristig stark steigen, aber auch sinken. Es ist also immer auch eine Art Glücksspiel.